Hallo an alle motorsportmagazin.com Leser und Zuschauer da draußen. Ja, die erste Formel 1 Testwoche in Barcelona für die Saison 2020 haben wir hinter uns. Und es ist einiges passiert, bei einigen Teams mehr, bei anderen weniger. Und das schauen wir uns jetzt mal im Detail so an. Bei Renault lief es bei den Wintertestfahrten ganz interessant. So der gefühlte Eindruck unterschied sich dann doch am Ende von den Fakten auf dem Papier. Rundenmäßig war Renault mit 380 Umläufen nämlich eigentlich ganz gut dabei, da im Mittelfeld platziert. Die Zeiten sahen auch sehr, sehr gut aus, wenn man da so ein bisschen Reifen bereinigt etc. War Renault tatsächlich ganz vorne dabei im Mittelfeld, also so ungefähr mit Racing Point da die Spitze. Also das sah echt gut aus. Esteban Ocon meinte auch gleich am ersten Tag, der Renault wäre echt schnell gewesen. Schnellste Auto, das er je gefahren wäre. Also auch schneller als der Vorjahres-Silberfall, den er ja von Reifentestfahrten kannte. Das ist schon ein gutes Lob, aber es kann natürlich auch einfach nur meinen, die Autos sind dieses Jahr generell schneller und dass der Renault ein bisschen schneller geschafft hat, ist potenziell zumindest möglich. Deshalb das erstmal noch mit Vorsicht zu genießen. Aber die Zeiten, ja, beim Test lügen sie noch ein bisschen, aber sie sahen zumindest ganz gut aus. Ja, warum sage ich, Eindruck ist dann ein bisschen anders gewesen, weil dann doch irgendwie immer relativ viele Kleinigkeiten los waren bei Renault. Och, ja, am letzten Tag vor allem Ricciardo, der stehen geblieben ist, ist natürlich im Kopf geblieben. Es gab aber auch einen kaputten Unterboden, ist immer mal auf einem Korb irgendwie ein bisschen heftig drüber gefahren. Dann gab es am ersten Tag gleich irgendwie eine sehr, sehr lange Pause am Mittag, wo der Fahrerwechsel, der Umbau offenbar sehr lange gedauert hat. Aber da müsste eigentlich auch mehr hinterstecken, weil wenn das immer das Problem ist, wenn ich umbauen muss, dann sollte ich vielleicht auf den Fahrerwechsel verzichten und mir ein anderes Fahrerprogramm überlegen. Das ist noch etwas seltsam gewesen, also da gab es mehrfach Verzögerungen. Deshalb, wenn sie dann aber auf der Strecke waren, dann sind sie auch wirklich gefahren und durchgehend gefahren, sonst wäre diese gute Rundenbilanz nicht zustande gekommen. Also Renault da eigentlich ganz okay, man hat jetzt auch keine gröberen Dinge gehört, man weiß halt nicht, was bei Ricciardo jetzt war am letzten Tag. Ansonsten in Sachen Motor, also da scheint die Zuverlässigkeit eigentlich auch ganz okay zu sein. Vielleicht war auch das nur ein Fuel Run, wer weiß. Also Renault doch relativ gut dabei. Natürlich noch in Tarnlackierung unterwegs, auch noch zu sagen. Haben uns ja eigentlich erst am ersten Tag dann wirklich mal alles gezeigt, was das Chassis angeht. Sehr, sehr schmale Nase geworden, so ein bisschen auch auf dem Mercedes-Trip der letzten Jahre jetzt so angeschlossen. Ja, also bei Renault weiß ich nicht. Das haben mich eigentlich relativ positiv überrascht. Tja, das erste Auto, wer hätte das gedacht, das im Jahr 2020 eine Formel 1 Boxengasse verlassen hat, war Williams. Letztes Jahr 2,5 Tage zu spät dran, das Auto nicht rechtzeitig fertig geworden. Haben sie also dieses Jahr das Auto auch so ein bisschen demonstrativ als erstes auf die Strecke gefahren, weil es allen ein schönes Gefühl gegeben hat, hat George Russell gesagt. Also für die Teammoral, für die Leute, die letztes Jahr so gelitten haben, war es einfach schön zu sehen, dass das Auto zuerst auf der Strecke war. Ja, sie haben dann auch in der ersten Testwoche 324 Runden abgespult. Sind damit nicht das Schlusslicht, denn Haas hat noch weniger gefahren. Also sie sind jetzt nicht beeindruckend viel gefahren, aber doch im Feld mitgeschwommen. Also keine Ausfallerscheinung wie im letzten Jahr zu sehen. Ja, der FE43, der ist ja so eine Evolutionsstufe nur vom Vorgänger, der jetzt nicht so ein großer Wurf war. Aber er macht sich trotzdem noch deutlich besser, zumindest in der ersten Testwoche. 1.18.1 ist George Russell schon gefahren, das ist ja, quasi das, was das Team letztes Jahr nach anderthalb Wochen dann gefahren ist, quasi bei einem Performance Run. Und das ist auf dem C3 gefahren, also nicht mal auf dem schnellsten Reifen. Von daher, das sieht ganz gut aus. Die befinden sich auch so, ja, noch eigentlich bereinigt, noch vor Haas. Also sind jetzt auch im Moment nicht die rote Laterne. Das sieht also ganz okay aus. Es gab einmal ein Motorenproblem bei Nicolas Latifi am letzten Tag, am dritten Tag. Ansonsten lief alles reibungslos. Und ja, das erste Feedback von den Fahrern, also von George Russell vor allem, der letztes Jahr als Einsatzfahrer das Auto auch schon kannte. Latifi war natürlich als Entwicklungsfahrer auch schon mit an Bord, aber Russell, der hat schon das erste Feedback gegeben, hat gesagt, das Auto fährt sich deutlich angenehmer als vorher. Beim Vorgänger hat er immer so ein bisschen auf den ersten Runden, ist ihm ein bisschen der Hintern auf Grundeis gegangen, hat er gesagt, weil das Auto halt nicht so wirklich vorhersehbar war. Bis da das Vertrauen aufgebaut war, das hat gedauert. Dieses Mal ist es schneller da, also bisher wirklich top. Ja, die Scuderia, natürlich immer das Team, auf das alle schauen und in diesem Jahr
ja, war Ferrari ganz anders, als wir es bei Testfahrten kennen. Wir kennen Ferrari bei Testfahrten ja immer für Schlagzeilenzeiten, für Showzeiten. Erst im vergangenen Jahr ging es ja gleich los mit Vettel-Bestzeit am ersten Tag. Dieses Jahr davon weit gefehlt. Vettel erstmal krank, der konnte die gar nicht fahren. Ja, und Charles Leclerc landet dann irgendwo im Nirvana, war nur Elfter tatsächlich am ersten Tag. Und auch sonst die ganze Restwoche Ferrari vorne mal irgendwo auf keinen Fall. Haben sich sehr versteckt irgendwo immer im Mittelfeld unterwegs gewesen. Power Unit offenbar auch noch nicht so an die Grenzen getrieben, wie jetzt auch die Kunden zum Beispiel. Trotzdem dann da dieser Schaden am letzten Tag, den SF1000 ereilt hat. Da gibt es auf jeden Fall noch ein paar kleinere Probleme oder vielleicht auch größere. Die Analysen in Maranello laufen. Wir werden nächste Woche dann nachfragen, was dabei rausgekommen ist. Ja, ansonsten laufzeitmäßig dann auch dadurch nicht so ideal gewesen bei Ferrari. Drittschwächstes Team mit 354 Runden, was das angeht. Da hatten nur noch Haas und Williams weniger. Also ein paar Probleme, aber diese Zeiten, wie gesagt, bei den Testfahrten nicht so entscheidend. Es kommt immer aufs Programm an, auf Spritmengen an, auf Motoreinstellungen eben, die ich schon erwähnt habe. Und gerade das Programm bei Ferrari ist hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn das haben sie ganz offen kommuniziert. Dieses Jahr geht es erstmal darum, wirklich das Auto zu verstehen. Soll ja ein flexibleres Setup geben. Das ist übrigens Fakt, meinte Charles Leclerc schon, dass es das gibt. Ja, aber Ferrari hat sich jetzt eben erstmal damit aufgehalten, wirklich diese ganzen Setup-Einstellungen und Varianten durchzuprobieren, was das Auto wann macht, um dann eben top vorbereitet zu sein auf alle möglichen Kurventypen, Streckentypen, die sich 2020 eben so bieten werden im Rennkalender. Deshalb sind diese ganz schlechten Zeiten mit großer Vorsicht zu genießen. So schwach ist Ferrari dann sicher nicht, dass sie irgendwo im hinteren Mittelfeld rumfahren werden. Aber insgesamt fiel dann trotzdem die Bilanz auch von Teamchef Binotto nicht so gut aus. Er meinte, ja, die anderen, damit kann er nur Mercedes und auch Red Bull meinen, sind schneller. Die Konkurrenz ist da etwas voraus und Ferrari wird wahrscheinlich in Australien dann doch Mercedes noch nicht fordern können, meinte er sogar schon. Ja, im Saisonverlauf ist er da aber noch optimistisch, aber Stand jetzt ist der Eindruck bei Ferrari ehrlich gesagt echt richtig schwach. Racing Point hat definitiv das umstrittenste Auto zu den Testfahrten gebracht, beziehungsweise doch schon das umstrittenste Auto. Das umstrittenste Konzept, das hat vielleicht Mercedes, da kommen wir noch später zu. Aber was das Auto angeht, ja, da haben sie einfach mal eine komplette Kehrtwende gemacht. Sie haben sich am Mercedes des Vorjahres orientiert, bei der Nase angefangen über die Seitenkästen, alles so ein bisschen kopiert vom Weltmeisterauto des Vorjahres. Und da kamen natürlich erstmal einige Unkenrufe, dass das ja alles so nicht rechtens wäre. Aber es ist alles im Hause Racing Point entwickelt worden, ist alles selbst designt, das Windkanalmodell wurde selbst gemacht. Es wurde aber diesmal der Windkanal von Mercedes benutzt. Früher hat man den von Toyota benutzt in Köln, jetzt macht man das bei Mercedes in Brackley. Also da schon eine kleine Verbindung zu Mercedes, aber das Auto wurde selber entwickelt. Die einzigen Teile, die von Mercedes kommen, sind halt Getriebe, Motor und Teile in Hinterachsaufhängung. Von daher, der Rest ist wirklich bei Racing Point gemacht. Und man hat halt gesagt, man hat sich inspirieren lassen vom Mercedes des Vorjahres, hat er halt versucht, den möglichst gut abzupausen. Und das ist halt dann das Resultat gewesen. 371 Runden in der ersten Woche gefahren, immer ganz vorne mit dabei. P3, P2 und P4 für Perez und Stroll. Also Perez einmal Dritter, einmal Zweiter und Stroll einmal Vierter. Und teilen sich im Moment so mit Renault eigentlich den Platz des Best of the Rest, die vierte Kraft hinter den drei Top-Teams, wenn man so will. Okay, Ferrari hat noch nichts gezeigt, aber wenn man die jetzt mal da reinrechnet, man geht davon aus, dass die mit dem Auto doch davor sein sollten, dann sind die halt hinter den drei Top-Teams im Moment so doch relativ weit vorne im Mittelfeld. Erstes Feedback zum Auto von Sergio Perez ist auch sehr positiv ausgefallen, hat gesagt, obwohl er so anders aussieht, hat er schon die guten Charakterzüge des Vorgängers hat er schon übernommen. Also es ist jetzt nicht ein komplett anderes Auto, aber es ist einfach der Schritt gewesen, den man sich noch gewünscht hat. Also bei Racing Point sieht im Moment alles ziemlich rosig aus. Alpha Tauri, das neue Toro Rosso, Red Bulls neues Schwesterteam, die haben einen sehr unauffälligen Testauftakt hingelegt. 384 Runden, das ist solide. Damit haben sie auch mitgeholfen, dass Honda pro Auto im Schnitt die meisten Runden in der ersten Woche abgespult hat. Also da lief zumindest alles zuverlässig. So, im Moment kann man so als fünfte Kraft eigentlich ungefähr einordnen, fünfte, sechste Kraft, sind im Mittelfeld nicht ganz vorne mit dabei, sind aber auch nicht hinten bei Williams oder Haas. Also es sieht so ein bisschen wie Business as usual aus. Letztendlich ist es auch das, was Teamchef Franz Tost haben wollte. Er wollte einfach eine unspektakuläre und saubere erste Testwoche haben. Bis auf so einen kleinen Schluckauf am ersten Tag, als Daniel Kwiat in der Box einmal stehen blieb mit einem kleinen Glitch. Lief eigentlich alles super, also keiner der Fahrer hat es weggeschmissen, es gab keine Defekte. Also von daher
kann man schon sagen, Daumen hoch dafür, dass man nicht negativ aufgefallen ist, aber der Daumen geht so ein bisschen runter, weil man noch keine Akzente gesetzt hat. Ja, alle Klischees erfüllt, möchte man eigentlich bei Haas sagen. Erster Crash der Testfahrten, Romain Grosjean am vorletzten Tag. Gut, vorletzter Tag ist bei 3 Tagen jetzt auch dann etwas kurios in diesem Jahr, aber gut, er war der erste Crash, ist da in Kurve 4 mit dem Heck voran angeschlagen, hat da einfach Fahrfehler gemacht. Er meinte, Strecke wäre schon jetzt abgekühlt gewesen, war spät abends, Reifen keinen Grip mehr, ja, dann halt weggerutscht. Naja, gut, kann passieren, dass es wieder ausgerechnet Grosjean passiert, sagt ja eigentlich alles, wie gesagt, Klischee erfüllt. Den nächsten Tag dann fast das nächste erfüllt, nämlich Kevin Magnussen auch in der Wand. Kurve 7 in diesem Fall, sah sehr komisch aus, der Unfall, kam dann auch raus, war kein Fahrfehler tatsächlich, sondern eine Distanzscheibe, die gebrochen ist und dann für einen Plattfuß gesorgt hat, hinten rechts, so ist der Haas dann einfach abgeschmiert. Jo, hat dann ganz, ganz viele Runden gekostet, Haas, das war nämlich so kurz nach Mittag am Freitag und danach ist Magnussen nicht mehr rausgefahren, Haas damit nur mit 316 Runden letzter der Rundentabelle geworden, also viel Zeit verpasst, der trauerte Günther Steiner auch schon nach, aber vorher lief es bei Haas dann doch recht rund. Man hat dann immerhin genug Daten gesammelt, meint das Team zumindest, ja, und auch schon ganz gutes Verständnis gewonnen. Aber Verständnis ja, und so ein bisschen das Ferrari-Phänomen, was jetzt aufkommt, denn schnell war das Ganze auf keinen Fall. Haas da ja, mit Williams, kann man fast sagen, ganz am Ende so der Zeitenliste gewesen, auch wieder Reifen bereinigt. Also da sah es noch nicht gut aus. Man hört auch irgendwie, der Abtrieb soll irgendwie nicht so ganz so das liefern, was er im Simulator geliefert hat oder prophezeit hat, nämlich deutlich weniger. Also da ist, glaube ich, das letzte Wort, was auch die alten Probleme wieder aus dem vergangenen Jahr angeht, noch nicht gesprochen. Haas hat da sicherlich auch noch einige Aufgaben zu lösen. Also passable Woche, aber eher so leicht durchwachsen. Alfa Romeo war bei den Testfahrten eines der eher unauffälligeren Teams und das, obwohl Kimi Räikkönen am zweiten Tag die Tagesbestzeit tatsächlich sogar gesetzt hat. Die allerdings kam auch mit allen guten Wünschen zustande, sprich mit den weichsten Reifen, mit C5, mit wenig Sprit an Bord. Kurz danach ist er dann ausgerollt, also das spricht schon mal auf jeden Fall sehr dafür, auch wenn wir natürlich hier die GPS-Daten in aller Hülle und Fülle nicht haben und da genau Bescheid wissen, wie es da ausschaut. Aber das spricht schon sehr für eine wirklich Zeit am Limit des Alpha. Also sonst würde sicherlich auch kein Mittelfeldteam, auch wenn jetzt noch Testfahrten sind und manche nicht alles zeigen, so weit vorne landen. Aber das war eigentlich auch schon fast die einzige Schlagzeile bei Alfa Romeo. Ansonsten haben wir da technische Gebrechen eigentlich keine gesehen, da sehr unauffällig gewesen und auch keine anderen irgendwie besonderen Zeiten. Puh, ja, Robert Kubica war auch noch im Auto, hat ja am ersten Tag da gleich mal ins Lenkrad gegriffen, der neue Test- und Simulatorfahrer in Hinwil. Aber weder er noch Räikkönen noch Giovinazzi sind irgendwie in vordere Gefilde da der korrigierten Zeiten im Mittelfeld vorgestoßen. Also Alfa Romeo, würde ich mal Stand jetzt, ganz vorsichtig, wie gesagt, jetzt eher so im mittleren Bereich des Mittelfelds ansiedeln. Also da sind ein Racing Point, ein Renault und ein McLaren, für mich denke ich schon stärker aufgestellt. Die Rundenausbeute war gut, mit 424 war man da tatsächlich auf Platz 3 sogar. Also da werden auf jeden Fall genug Daten jetzt vorhanden sein, die man dann in Hinwil analysieren kann für die nächste Woche. Ja, bleiben wir da mal gespannt, ob da jetzt auch noch ein Sprung nach vorne zu sehen sein wird, was dann die Performance angeht. Ganz knapp in der Rundentabelle zwischen Alfa Romeo und McLaren ging es aus. Nur eine Runde weniger hat Woking nämlich gedreht als Hinwil. McLaren deshalb auch sehr, sehr happy gewesen. Teamchef Andreas Seidel hat uns berichtet, ja, es war jetzt echt der beste Wintertest eigentlich für McLaren seit vielen, vielen Jahren. Keine großen Zuverlässigkeitsprobleme gehabt. Ja, einzige Ausnahme, die ein bisschen Laufzeit gekostet hat, war eigentlich der letzte Tag. Da stand Lando Norris mal relativ lang an der Garage, eigentlich sogar zweimal. Erst wurde am Heck relativ lang rumgewerkelt und dann nochmal die vorderen Bremsen gewechselt. Aber ja, gut, das passiert halt. Muss jetzt nicht unbedingt für eine schlechte Zuverlässigkeit sprechen. Ansonsten hat McLaren auch sehr, sehr viel Zeit investiert, an seiner größten Schwäche des Vorjahres zu arbeiten, Boxenstops. Es gibt da ein neues Equipment in diesem Jahr und das hat man beim Test jetzt auch einfach mal auf Herz und Nieren geprüft. Wie gesagt, gute Laufzeit. Zeitenmäßig war man ganz gut dabei, war jetzt nicht wie im letzten Jahr die klare Spitze da, aber wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen noch. Und gerade McLaren hat auch gesagt, das ist ein sehr, sehr grundlegendes Auto noch gewesen. Ein sehr großes Update soll jetzt in der zweiten Testwoche folgen. Gut, ich denke mal, das können wir bei einigen Teams erwarten, dass da noch jetzt einiges kommen wird. Hohe Entwicklungsrate in diesem Jahr ist sowieso erwartet für den Saisonbeginn, weil dann irgendwann eben der Switch ganz komplett auf 2021 kommen muss. Also McLaren sollte
denke ich, wieder gut aussehen in diesem Jahr. Also es wirkt auf jeden Fall sehr solide und keine größeren Baustellen. Also ich glaube, mit denen kann man ganz gut leben. Ja, für Red Bull begannen die Testfahrten relativ spektakulär. Am ersten Tag hat Max Verstappen das Auto direkt zweimal weggeschmissen. Zum Glück ohne große Folgen. Es waren eigentlich nur harmlose Dreher. Aber trotzdem vermittelt das natürlich auf den ersten Blick erstmal so den Eindruck, okay, am allerersten Testtag, wo eigentlich noch gar nicht gepusht wird, da schon zweimal das Auto zu verlieren, das klingt erstmal so, als ob da irgendwas nicht ganz richtig gelaufen wäre bei der Entwicklung. Aber Max Verstappen hat gesagt, nein, keine Sorge, das Auto ist jetzt nicht besonders schwer zu fahren, es ist jetzt nicht zickig oder so, es ist genauso, wie wir es haben wollten. Ich habe halt ein paar Fehler gemacht, so, aber das Auto war nicht dafür verantwortlich. Ja, und was die Pace angeht, muss man sagen, bisher zweite Kraft hinter Mercedes. Wenn man bereinigt schaut, auf jeden Fall ja, deutlich vor Ferrari, die, wie gesagt, noch nicht ausgepackt haben, so wie es aussieht. 471 Runden, das ist wiederum ein sehr gutes Zeichen für Red Bull und Honda, denn sie sind damit in der Rangliste auf Platz 2 hinter Mercedes, das zweitfleißigste Team in der ersten Testwoche. Max Verstappen lobt die Zuverlässigkeit von Honda, sagt, alles wunderbar, die halten alle ihre Versprechen, der Motor läuft super, dieses Jahr schaffen wir auch mit 3 Motoren durchzukommen, also 7 Rennen pro Motor, kein Problem. Haben wir letztes Jahr eh nur gemacht, weil wir die Updates haben wollten, also Zuverlässigkeit bei Honda, da ist man sehr überzeugt davon, dass das läuft. Wie gesagt, die erste Testwoche sah auch super aus. Einziges Problem, was es am Auto gab, war am dritten Tag ein Aufhängungsschaden bei Verstappen, der so ein bisschen zu hart über den Körper gefahren ist. Da haben sie ein bisschen Zeit verloren, weil sie das dann reparieren mussten. Die ist da kollabiert, die Aufhängung, die Hinterradaufhängung. Aber ansonsten, wie gesagt, motortechnisch alles im grünen Bereich. Man hat aber auch noch nicht ganz gepusht. Verstappen hat gesagt, wir wollten jetzt in der ersten Woche wirklich nur fahren, wirklich alle Bereiche des Autos irgendwo mal richtig scannen, schauen, wie es funktioniert. Am Setup wurde noch nicht gearbeitet, hat er gesagt, weil wenn wir das jetzt anfangen würden, dann würden wir bei jedem Run mit einem anderen Setup fahren und dann verrennt man sich irgendwann, weil man eigentlich gar nicht genau weiß, wo man mit dem Auto steht. Also man hat da noch nicht die Möglichkeiten ausgereizt am RB16. Das kommt also noch. Aber bisher sieht es sehr gut aus, muss man sagen. Von daher, Daumen hoch. Ja, wie sollte es anders sein? Mercedes hat natürlich weltmeisterlich der ersten Testwoche den Stempel aufgedrückt. Nicht nur mit den meisten Runden, 494 Umläufe haben Hamilton und Bottas um den Circuit de Barcelona-Catalunya absolviert. Es gab auch zwei Bestzeiten. Nur am zweiten Tag hat sich Kimi Räikkönen die Bestzeit geschnappt. Ansonsten war immer Mercedes vorne. Und auch, wenn man schaut, bei den absoluten Bestzeiten Bottas auf dem C5 eine 15,7 gefahren. Damit ist er noch 13 langsamer als auf seiner Pole-Runde im Vorjahr, die auf dem C3, auf dem härteren Reifen gefahren ist. Das heißt, da geht also noch einiges. Es war aber schon mal so ein kleines bisschen zumindest ein schnellerer Run, den er da gefahren ist. Hamilton ist auf dem C2 gefahren, nur auf einem relativ harten Reifen, eine 16,9. Aber wenn man das bereinigt, sind die trotzdem beide im Zeitentableau ganz vorne mit ihren Rundenzeiten. Also Mercedes auf jeden Fall für den Moment wieder mal die erste Kraft. Und wenn wir schauen, natürlich der zweite Tag. Der Donnerstag in Barcelona, das war quasi der Tag, an dem Mercedes da wirklich alle Augen auf sich gezogen hat. Mit dem DRS-System, dem Dual-Axis-Steering, was Lewis Hamilton da demonstriert hat. Ein System, bei dem man am Lenkrad zieht oder halt drückt, um die Spur des Autos zu verstellen während der Fahrt. Etwas, was es so vorher noch nie gegeben hat und wo natürlich dann erstmal die Diskussion losging. Ist das überhaupt legal? Und ja, also wie gesagt, das hat erstmal für viel Aufsehen gesorgt. Klassischer Formel-1-Move von den Ingenieuren, mal was ausgedacht, was es wirklich so noch gar nicht gegeben hat. Und die FIA hat auch sofort reagiert, für 2021 ist es schon verboten, aber zumindest in dieser Saison werden wir es dann, sofern es sich bei Mercedes bewährt, dann noch sehen oder vielleicht auch bei einigen anderen Teams, wenn die sich entscheiden, das nachzubauen. Das System an sich, es ist schon länger in der Entwicklung gewesen. Bottas hat gesagt, er kennt es schon seit fast einem Jahr, also es ist also kein Geistesblitz, der jetzt da irgendwie gekommen ist, sondern das wird von langer Hand schon geplant, dass man das mal versucht. Ja, und da ist natürlich spannend zu sehen, welche Richtung das dann geht. Ansonsten, wie gesagt, für Mercedes eine absolut reibungslose, fast ganz reibungslose Woche. Am zweiten Tag, am Abend, hat es ein kleines Elektrikproblem gegeben, da mussten sie den Tag ein bisschen früher beenden. Aber ansonsten sieht das bei Mercedes fast schon wieder viel zu gut aus. Ja, und damit ihr auch in der nächsten Woche das ganze Geschehen nicht verpasst, wieder gibt es 3 Testtage von Mittwoch bis Freitag. Ladet euch einfach schnell die motorsportmagazin.com-App herunter. Gibt es bei Android, aber auch für Apple-Geräte natürlich, kein Problem. Ansonsten, wer lieber am Bürostuhltisch sitzt, kann natürlich auch auf der Website Desktop vorbeischauen und kriegt da auch alle Informationen, Live-Ticker, Stimmen, Vlogs, Analysen, auch aus Woche 2, alles, was das Herz begehrt.